So, hier haben wir eigentlich das Herzstück unseres gesamten Experiments, und zwar unsere Sonde. Was hat die denn so für Eigenschaften? Ja, wir haben die Sonde aus Styropor gebaut. Das ist ein extrem leichtes Material, Gesamtgewicht unter einem Kilo und isoliert natürlich extrem gut, weil wir da oben Temperaturen von minus 60 Grad erreichen werden. Gut, um die Box zu bauen, braucht man natürlich ein paar Materialien. Würde ich mal vorschlagen, gehen wir mal in den Baumarkt und holen uns das. Ja, gehen wir mal hin. Ja, da sind wir wieder. Wir haben jetzt jede Menge Materialien gekauft. Wir werden jetzt mal kurz erklären, was wir überhaupt haben. Und zwar zum einen haben wir hier Schnur, die ist, ich glaube, 3 mm dick, und die sollte einfach nur reißfest sein. Denn daran werden wir nachher alles befestigen und wollen ja nicht, dass es reißt. Des Weiteren haben wir dann noch 2 große Styroporplatten gekauft. Ja, und diese extrem dünne Styroporplatte, was unsere Flügel werden wird, das werden wir mit Hilfe von diesen kleinen Holzstangen an unserer Box befestigen und festklemmen. Wir sagen, wir haben hier Materialien, wir brauchen noch ein kleines Werkzeug, aber das zeigen wir euch jetzt, wie es funktioniert. Und was ist hiermit? Das gehört zum Werkzeug, ja, hast du noch nicht erklärt. Nee. Dann sag doch mal, was das ist. Achso. Ja, und wenn ihr hinterher eure Box zusammenkleben möchtet, dann braucht man natürlich noch etwas Styroporkleber, damit wir das Ganze ein wenig verdichten können. Und unsere berühmte Allzweckwaffe, das Panzertape. Klar, da sind wir. So, jetzt zeigen wir mal, wie das funktioniert. So, und das sind jetzt die einzelnen Bausteine. Die müssen wir jetzt nur noch kurz ausschneiden und dann können wir auch schon beginnen mit dem Zusammenbau. Besonders wichtig ist natürlich auch die Wahl des richtigen Schneidwerkzeuges. Und ja, ihr seht selbst, da fallen ganz klar 4 schon mal weg. Ja, jetzt hier unsere ausgeschnittenen Platten. Eine wichtige Sache müssen wir jetzt noch machen. Wir nehmen uns jetzt die Frontplatte und müssen da natürlich noch unsere Kamera einbauen. Als nächstes bauen wir jetzt erstmal den ganzen Kram zusammen und dann wollen wir mal schauen, wie gut wir überhaupt geschnitten haben. Der Styroporkleber kann jetzt erstmal aushärten und nebenbei werden wir das Ganze jetzt erstmal mit Tape fixieren. Die Grundstabilität ist jetzt gegeben. Der nächste Schritt wird dann gleich sein, dass wir in diese Pappplatte ein Loch für die Linse der Kamera reinschneiden. So, jetzt probieren wir mal, ob die Kamera hier reinpasst. Steckst du jetzt mal von hinten einfach durch und hält. Die Kamera werden wir jetzt davor kleben und dann hat die Kamera freie Sicht auf die Außenwelt und hinterher den Weltraum. So, jetzt haben wir die Stäbe dran befestigt. Als nächstes geht es dann an die dünnere Styroporplatte und daraus bauen wir dann die Flügel. Ja, unsere Box ist jetzt fertig. Wir haben die Flügel jetzt angebaut. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht im nächsten Schritt, dann klickt auf unser nächstes Video.